Ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn militärische Einrichtungen befriedet werden. Wenn das Ganze noch musikalisch passiert, umso besser. Es gibt kaum ein Festival, das wirklich zu der Musik so sehr passt, wie diese Hallen hier. Bunker kommt deswegen so gut an, weil sie halt dunkel sind und die Techno-Szene, ja, was soll ich sagen, sich wohlfühlt. Die Nature One fährt halt eins der stärksten Line-Ups jedes Jahr. Das ist eine Entdeckungsreise. Das kollektive Zelebrieren von Musik, das ist der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft. Was da stationiert werden sollte und dann auch wurde, waren tausendmal Hiroshima. Jetzt bist du hier an so einem Ort, der auch geschichtsträchtig ist, eigentlich ein böser Ort. Und du bist jetzt hier und feierst Party. Und ja, ich hatte mir schon Gedanken gemacht. Nature One ist nicht einfach das Sammelsurium Electronic Music. Das ist mehr als das. Hier steht eigentlich mal ein sehr, sehr großes Zelt, das House of House heißt das. Und da lege ich eigentlich jedes Jahr auf. Ja, es ist ein bisschen surreal, das jetzt mal so zu erleben, mit so einer absoluten Stille. Weil es sonst schon immer so laut und hell hier alles ist, das ist schon... Anfang der 90er Jahre waren die Grundwerte der Techno-Bewegung ja Peace, Love and Unity. Und das fand ich total anziehend. Ich hatte auch eine sehr schwierige Kindheit. Ich komme aus dem Westerwald, erzkonservatives Gymnasium. Aber alles, was anders war, war falsch. Und ich war anders, weil ich habe Vögel beobachtet, Vogelstimmen gehört und an Synthesizern rumgedreht. Da haben sie alle gesagt, der hat nämlich alle Latten am Zaun, der Typ, ne? Aber als ich die Techno-Bewegung mehr und mehr entdeckte, da habe ich auf einmal Halt gefunden, wie so eine Familie. Stand Techno für Toleranz. Und das versuche ich doch noch nach wie vor so zu halten. Ich habe als Kind in ein Poesiealbum geschrieben bekommen, egal ob du eine Behinderung hast, egal ob du hübsch oder hässlich bist, vor Gott sind alle gleich. Und das ist so mein Credo im Leben, dass ich sage, ich schließe keinen aus. Solange der Spaß hat und tanzt und diese Musik feiert, ist für mich alles okay. Elektronische Musik ist halt einfach in den letzten 20 Jahren von einer kleinen Subkultur zur größten Musikkultur der Welt geworden. Und insofern hat sich natürlich auch der Rahmen verändert. Und wenn man sich das anguckt, es ist schon riesig, was hier abgeht. 55.000 Raver. 60.000 Besucher. 72.000 Raver ausverkauft. Früher haben ja wirklich Leute alles aus reinem Idealismus gemacht. Irgendwann wurden aus dem Idealismus Unternehmen. Es gab schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, die Techno-Bewegung ist vom Monster des Kapitalismus aufgefressen worden. Das finde ich auch bei der Nature One so toll, weil man wirklich merkt, das ist aus tiefstem Idealismus gemacht und gegründet. Wir sind da schon eher traditionell und halten an den Leuten fest, wie der DJ Duck spielt ja immer das Closing ganz legendär. Das finde ich irgendwie auch total charmant und süß. Dass es noch so Leute gibt mit wahren Werten, die daran festhalten und nicht immer auf den Bezug des Superhypes aufspringen. Doc.
wollte nicht spielen. Erst auf der Nature One, das müssen wir natürlich noch mal. Ja, aber ich bin halt ein Klassen-DJ, weißt du? Ich hatte ein Telefon und sage, hier, Doc, spiel Nature One und so. Ach, lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheiß, was du machst. Das ist mein Ding und das ist uncool und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und suchen wir einen anderen und... Es war ja hin und her diskutiert und dann hatte ich so eine Inspiration. Ich sagte jetzt, Doc ist ja Open Air, du kriegst das Set, wenn die Sonne aufgeht. Und dann kam relativ kurz und knapp, könnte ich das schriftlich haben? Und dann war das Booking gelaufen. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, ehrlich gesagt. Das ist jedes Jahr ein Highlight für mich, also wirklich. Also ich hatte auch schon Zeiten, wo ich mir das Programm 1-2 Stunden vorher angehört habe und angeguckt habe und wäre am liebsten weggerannt. Das sage ich ganz ehrlich. Also für mich mal ein gutes Line-Up macht für mich aus, wenn echte DJs hier spielen und nicht irgendwelche Jungs mit USB-Stick, die in USB-Stick rein und ratten ihr Ding ab und hampeln rum. Und für so Leute habe ich keinen Respekt davor. Aber dann hat sie Nature One geschafft, wieder richtig coole DJs zu holen. Wo man dann sagt, oh super, die haben es verstanden und haben was geändert hier. Die Nature One fährt halt eins der stärksten Line-Ups jedes Jahr. Die Künstler, die hier vertreten sind, das ist ein wahnsinniges eine Entdeckungsreise. Diese Musik ist so wunderschön, die muss nach außen getragen werden. Es muss mehr gehört werden, mehr Leute. Ich war davon überzeugt, dass es viel mehr Masse gibt, die das toll finden. Es muss einfach bloß irgendwann mal die Chance bekommen. Die Musikauswahl oder die Künstlerauswahl zum Beispiel und auch die Art und Weise, wie hier mit den Leuten umgegangen wird, das ist ja alles schon auch eine ganz klare Richtung in Sachen auf der einen Substanz, was die Musik betrifft, auf der anderen Seite eben ein friedvolles, tolles Miteinander und den Leuten eine gute Zeit mitgeben. Wenn man eben bei so einem Festival ein buntes Booking hat und irgendwie Acts anbietet, die eben auch vielleicht ein bisschen underground sind, aber eben auch Acts anbietet, die sehr populär sind, dass man ja vielleicht auch Leute mal so ein bisschen abholen kann, dass man irgendwie auch so ein bisschen so einen Lehrauftrag hat dann mit so einem Festival. So Leute, die sind stehen geblieben, ja, so in dem alten Techno. Ja. Aber ich finde, so Festivals generell machen Spaß und geben auch jedem eigentlich die Gelegenheit, auch mal andere Musikgenres kennenzulernen. Drei Tage oder drei Tage spielen? Du hast beim letzten Mal Freitag, Samstag gespielt und sonst... Perfekt. Dann melde ich mich. Danke. Ciao. Früher hast du einen Track gemacht, hast sie auf eine Bravo-Compilation gepackt. Da kannst du ein Auto von bestellen. Heute sind diese ganzen Zahlen, die man über den Verkauf von Releasen bekommt, so in den Keller gegangen, dass die Gagen auf der anderen Seite so extrem nach oben gegangen sind und auch geboomt ist. Und dann hast du halt früher einen DJ gehabt, der hat für 2000 Mark gespielt und heute hast du einen DJ, der kommt mit dem Privatflieger und spielt für 200.000 Euro. Und das ist völlig normal. Die einen sagen, ich muss es machen, ich muss größer, weiter, breiter und alle müssen bei mir spielen und die überbieten sich dann teilweise und der Vorteil von Nature One ist halt, dass sie erstmal schon mal ihr Grundpublikum haben
Sie müssen jetzt nicht sich mit extrem teuren DJs neue Leute einkaufen. Davon lebt die Nature nicht wirklich. Das ist vom Budget her, glaube ich, bei Nature One immer überschaubar. Die Nature One ist halt kontinuierlich immer jedes Jahr von den Zuschauer- und von den Besucherzahlen ist sie eigentlich gestiegen und hat sich so auch wirklich eine extrem loyale Community aufgebaut auch. Und sie hat halt die alten Leute, aber sie nimmt auch jedes Jahr auch die neuen Leute und auch junge Leute einfach auch mit dahin. Es gibt viele Leute, die sagen, früher war alles besser, weil es ja totaler Bullshit. Weil ich bin immer noch happy dabei zu sein, genieße das und gehe auch mit. Die Dinge entwickeln sich halt weiter. Und Kommerz heißt ja im Prinzip, du hast so eine Streuung. Du machst halt von jedem etwas so. Und ich finde auch generell, die Nature One ist sich so ein Stück weit treu geblieben. Also wenn du andere Festivals siehst, die haben alle einen Disneyland-Charakter und dann. Also hier läuft ja keine Mickey Mouse entgegen auf dem Nature One. Nur ja, aus rein businesstechnischen Gründen muss er halt so ein bisschen kommerzieller werden. So ist so meine Meinung. Aber was bedeutet jetzt kommerziell? Genau, also, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, für viele ist das ein ganz unterschiedlicher Definitionsbereich, Begriff. Weil ich habe einmal einen Kommentar bekommen. Da war ich irgendwo im Club spielen. Und hat einer geschrieben, die Gavlas ist doch nur noch Kommerz. Und dann hat einer zurückgeschrieben, warum ist die Gavlas Kommerz? Und dann meinte er so, ich war da und dann war vor dem Club voll die Schlange. Das ist für mich Kommerz. Und ich mir denke, okay, was ist das Gegenstück? Ein leerer Club. Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn hier 70.000 Menschen sind und unser Zelt ist bumsvoll. Diese ganze Kommerzialisierung, natürlich gibt es sehr, sehr viele Nachteile, aber ich sage immer, man kann halt nichts aufbauen, wenn nicht etwas Geld einnimmt. Du kannst nicht einfach ein Event machen und alles for free. Ich meine, wer soll die Getränke bezahlen? Wer soll die Security bezahlen? Wer soll den ganzen Feuerschutz, die Anlagen, dieses Konzept? Das muss sich ja irgendwo tragen. Also musst du natürlich Eintritt verlangen. Und jetzt, je größer es wird, umso größere Veranstaltungen kannst du machen. Du könntest so ein Line-Up mit 50 oder 100 DJs ja gar nicht fahren, wenn diese Masse nicht da wäre und wenn es nicht einigermaßen ins Kommerzielle gehen würde. Aber mit dem Bus haben wir auf jeden Fall einige Kilometer durch Deutschland gezogen. Da sind wir vor große Hallen vor die Tür gefahren, mit dem Bus direkt vor den Eingang und sind da zu den Securities. Hey, wo ist denn hier die nächste Steckdose? Ja, wie Steckdose? Ist das hier mit dem Veranstalter abgesprochen? Ja, natürlich ist das mit dem Veranstalter abgesprochen. Man hat sich überhaupt nichts abgesprochen. Genau. Also das war schon, im Prinzip war das eine frühe Form von Guerilla-Marketing, auf jeden Fall. Ja. Ja, rückblickend kann man immer sagen, so in den ersten Jahren, das eine oder andere, was wir gemacht haben, uiuiui, ja, da haben wir aber auch Glück gehabt, dass das alles gut ging. Durch die Größe kann es naturgegebenermaßen nicht mehr so wild sein. Da hat sich viel professionalisiert, da musste sich auch viel professionalisieren. From different decades. Wir haben am Ende auch eine Verantwortung für 60.000, 70.000 Leute, die da auf dem Platz sind. Und der müssen und wollen wir natürlich auch gerecht werden. Es ist ganz viel Security da, es ist ganz viel Polizei irgendwo außenrum, dass wirklich die Leute unbeschwert feiern können, weil sie sich sicher sein können. Es ist für alles gesorgt. Die merken gar nicht, was für ein Apparat und dass da über 3000 Leute arbeiten, dass es so funktioniert, das soll man gar nicht merken. Man soll sich voll auf den Spaß und auf die Party konzentrieren können. Zuerst ertönt dieses Signal, dann wird es ungewöhnlich ruhig auf dem Campingplatz der Nature One. Für einige Minuten schalten die Festivalbesucher die Musik aus und lassen tausende weiße Ballons in die Luft steigen. Zum Gedenken an die Opfer der Love Parade in Duisburg. Der Veranstalter des Festivals weist im Internet auf sein Sicherheitskonzept hin, spricht von 15 Jahren Erfahrung an diesem Standort. Und tatsächlich, das alte Armeegelände ist nicht mit Duisburg vergleichbar.
nach dieser Love Parade-Katastrophe in Duisburg geht man natürlich sofort hin und überprüft so sein eigenes Konzept doch nochmal und stellt sich auch die Frage, ist das Gelände, was du jetzt betreust, ist das sicher? Könnte das hier auch passieren? Das haben wir natürlich nach dieser Katastrophe auch getan, kamen aber hier relativ schnell auch zu der Einsicht. Das Gelände ist jetzt so großflächig, dass selber, wenn 50.000 Leute hier auf dem Gelände drauf sind, noch so viel Fläche übrig bleibt, dass selber bei einer Panik, die sich irgendwo vernünftig verteilen können, ohne dass das jetzt, ich sag mal, so einen Flaschenhals gibt. Veranstaltungen in der Art und Weise hat man auch bei uns damals noch nicht so gekannt. War hochspannend. Was uns von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass das Publikum eigentlich gut gelaunt und freundlich war. Die waren völlig crazy, teilweise völlig verrückt, aber eigentlich durch die Bank immer gut gelaunt. Und egal, was man von denen wollten, die haben es eigentlich mit einem Lächeln gemacht. Das war so eine Erfahrung, die völlig konträr war zu den anderen Veranstaltungen, die man sonst als Polizist als kennt, wo viel Alkohol getrunken wird, wo die Leute dann manchmal auch einfach aggressiv werden. Also das hat man hier völlig vermisst. Ja, brauchen Sie Unterstützung? Im ehemaligen Hauptquartier der Amis, Einsatzleiter Reinhard Börsch. Von hier aus koordinieren Sie den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen auf Streife. Nur ein paar hundert Meter weit weg von der gigantischen 500.000 Watt Soundanlage. Es war von Anfang an natürlich schon eine Veranstaltung, die in einem gewissen Grad drogenlastig war. Wir stellen Drogen sicher vom Haschisch über Ecstasy bis zur LSD. Und das auch in einer wirklich schon bedeutenden Größenordnung, das muss man sagen. Wir haben das sehr realistisch mit den Behörden betrachtet. Ich habe immer gesagt, überall, wo junge Leute sind, sind auch Drogen. Und Alkohol. Der Veranstalter macht viel in Richtung Prävention und wir versuchen schon bei der Anreise zu schauen, dass nicht so viel Drogen mit in die Veranstaltung reinkommen. Wir versuchen, wenn die Veranstaltung vorbei ist, bei der Abreise sicherzustellen, dass jetzt niemand, der jetzt völlig unter Drogen steht, irgendwo mit dem Fahrzeug wegfährt. Das bringt doch gute Erfolge, das muss man schon sagen. Ich kenne das Gelände auch noch, als Cruise Missiles hier stationiert wurde. Da waren mal ganz junge Polizisten und haben im Grunde genommen da draußen am Zaun das Gelände bewachen müssen. Wenn man dann sieht, wie dieses Gelände hier jetzt so einen Wandel gemacht hat, also von einer Cruise Missiles Station mit 96 Atomraketen hin zu einem Gelände, wo jetzt Techno-Musik gespielt wird, dann ist das schon ein Riesenschritt. Kaum Festival, das wirklich zu der Musik so sehr passt, wie diese Hallen hier und dieses ganze Gelände. Jetzt bist du hier an so einem Ort, der auch geschichtsträchtig ist, eigentlich ein böser Ort. Das ist ja was Schönes, also wirklich was Schönes, wenn man sich überlegt, weshalb wir hier sitzen oder in welchem Gebäude wir hier sitzen und warum das Ganze hier entstanden ist, hier dann aber im Umkehrschluss friedlich gefeiert wird, schon seit Jahren, ja, da kriege ich schon fast ein bisschen Gänsehaut. Also ich meine, wer hat denn die Möglichkeit, auf ein Festival zu gehen und dabei auch so direkt eigentlich in so eine, in die Geschichte mit eingesogen zu werden und in die Vergangenheit, weil das ist schon außergewöhnlich hier, ne? Der Platz. Hast du so nicht auf dem Festival. Hier war der Platz, wo wir immer Friedensgebet gehalten haben. Ja, hier stand dann der große Kreis von Menschen. Da drüben stand dann immer unser kleiner Klapptisch, wo die Bibel drauf lag. Und das war auch was Wichtiges. Ja,
1979, nachdem in der Sowjetunion ja schon die SS-20 auch eine Marschflugkörpersorte schon aufgestellt waren, da meinte ja die NATO, man müsse dem unbedingt etwas entgegenhalten, und zwar atomar. Was da stationiert werden sollte und dann auch wurde, waren Cruise Missiles, so hießen die auf Amerikanisch, auf Deutsch Marschflugkörper. Das waren also automatische Düsenflugzeuge, etwa 6 Meter lang, die hinten auf MAN-LKW stationiert waren. Und der atomare Sprengkopf war in unterschiedlicher Stärke dort einbaubar. Das heißt also, wenn da 96, so war vorgesehen, stationiert würden, wäre das mindestens 1000-mal Hiroshima gewesen. Diese Tore, die waren so konstruiert, dass die auch nach einem Atomschlag, wenn hier, sagen wir mal, alles voll Schutt und Asche lag und entwurzelte Bäume und so, auf jeden Fall die noch sich öffnen konnten und die LKWs noch rausfahren konnten. Das war für mich immer so der Inbegriff der Perfidie dieser Sache, dass wenn hier keine Maus mehr einen Pieps sagte, weil wir alle tot waren, doch sichergestellt wurde, wir können diese Kursmissile immer noch abschießen, damit ihr auch nicht mehr Pieps sagen könnt, sondern damit ihr auch sterben müsst. Also das dachte ich, das ist so, das zeigt so dieses kranke Denken, was dahinter steckt, ne? Als jetzt diese Aufrüstung hier passierte, da habe ich gemerkt, wenn du jetzt nicht den Mund aufmachst, dann bist du auch nicht besser als das, was du an deinen Eltern kritisierst, wenn du also stumm bleibst und das einfach so hinnimmst. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass unser Volk diesen Fehler noch einmal, oder ich selber auch, diesen Fehler noch einmal macht. Die jungen Leute, die hier tanzen, also das wundert mich, dass einige oder viele das wohl offenbar lange haben völlig ausblenden können, wo sie sich befinden. Der Initiator des Ganzen hat das immer mitgeteilt. Also man kann das wissen, aber wer interessiert sich schon als normaler Mensch für sowas? Aber wenn ich hier gewesen wäre und hätte diesen ganzen Stacheldraht und das alles gesehen, mich hätte es ein Stück weit gelähmt, denke ich. Es ist keine moralische Entrüstung oder so, sondern ich... Es ist nicht meins, mit Absicht nicht. Also ich als Pazifist bin natürlich mit so Sachen, also Militäranlagen, also ich habe schon in Bunkern aufgelegt aus dem Zweiten Weltkrieg, das war beklemmend, war das. Aber wie ich hier war, das ist halt Hammer, weil an beiden Seiten die Bunker hochgehen und die Leute sitzen überall und dieses Love and Peace Feeling, also eigentlich dieses Hippie Feeling ein bisschen in so einem Militärding, ist eigentlich ein Kontrast, aber irgendwo auch geil. Das fand ich ja eh immer toll, wenn man irgendwelche alten Militäreinrichtungen einfach übernommen hat und die für unsere Zwecke zu missbrauchen, um Techno zu feiern. Und das kam da oben ganz schön gut immer zusammen. Ich habe immer gesagt, das sind die digitalen Hippies. Jetzt ist die Musik digital und nicht mehr wie bei Woodstock mit der Gitarre und mit dem Schlagzeug. Ich bin ein großer Fan der Hippie-Musik der späten 60er, frühen 70er. Es gab vorher nie so eine kreative Musik und so viel Neues wie in den späten 60ern. Und so ist es bei der Techno-Musik auch. Ich meine, die Techno-Musik ist ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung von Disco. Aber diese ganze Bewegung hat unheimlich viel Parallelen. Die Rave-Szene oder die Jugendkultur, die daraus entstanden ist, die hat ja auch Inhalte generiert im Sinne von eben Love, Peace and Energy, eine gewisse Abgrenzung zur Gewalt. Wir sind eine große Familie, Happiness. Das waren natürlich Werte, mit denen ich mich absolut identifizieren konnte und die ich ja selber auch gelebt habe.
Da gibt es auch durchaus Menschen, die eine politische Meinung vertreten, auch mit der Musik. Ein Wegtauchen, das gehört sicherlich zu jeder Art von Musik dazu, auch zu dieser. Also loslassen, einfach mal loslassen, weg, ja. Wegtauchen. Nicht mehr denken müssen, sondern einfach nur da sein. Das ist okay. Dass das nicht meine Musik ist, na gut, ich bin im 80. Lebensjahr. Das wird keiner von mir verlangen, dass ich jetzt noch zu Techno meinen Körper hier hin und her reiße. Das würde dir so gut tun. Meine Frau meint gut tun, na gut, okay. I don't want nobody. I don't want nobody, baby. Glücklich sind wir nur im Hier und Jetzt. Und das ist das Tolle an Techno-Musik, weil wir die Gedanken zurückdrängen, weil wir so viel fühlen und wirklich im Hier und Jetzt sind, deswegen das uns unglaublich glücklich macht. Man kennt das ja, man fällt da irgendwelchen FestivalbesucherInnen dann einfach um den Hals, obwohl man die gar nicht kennt, weil das wirklich wie so ein Wir-Gefühl da ist, was entsteht. Wenn so viele Menschen, und sei es nur ein paar Tage, friedlich zusammen sind, Spaß haben und miteinander ins Gespräch kommen. Das kann man nur begrüßen. Es ist eben möglich. Das kollektive Zelebrieren von Musik, das ist der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft. Ganz wichtig, man hat es ja auch während der Pandemie gemerkt, wie fragil auf einmal unsere Gesellschaft wurde, wenn das nicht mehr da ist, wenn Menschen nicht mehr im Kollektiv zelebrieren können. Toleranz, gegenseitiges Miteinander, gegenseitiges Verständnis. Nur durch persönliche Begegnungen kann man ja auch Barrieren in Köpfen und Vorurteile und so weiter abbauen. Festival ohne Liebe gibt's nicht. Also Festival ist immer Liebe, pur. Jeder liebt jeden. Ja. Wie lange soll es Nature One noch geben? Also, ich hätte nichts dagegen. Noch 100 Jahre. Irgendwann wurde beschlossen, jetzt feiern wir Ostern und Weihnachten und irgendwann kam Rock am Ring und Nature One und das ist halt jetzt so. Jetzt feiert man das halt so wie Ostern und Weihnachten. Noch die nächsten 1000 Jahre. Und dann gucken wir weiter. Ja. Genau. Ja. Aber habt ihr nicht so das Gefühl, dass es irgendwie sich also so anfühlt wie ein neuer Start? Als ob man quasi so auf Reset gedrückt hat, weil man hat ja 2 Jahre lang nicht gespielt und das heißt, die Zeit ist stehen geblieben und jetzt müssen wir quasi wieder von neu anfangen. Ich habe meinen Job neu lieben gelernt. Ja. Ich meine, ich mache das seit 37 Jahren, John. Und vor das losging, habe ich halt wirklich so, liebst du deinen Job noch oder ist es einfach nur ein Job jetzt mittlerweile? Und dadurch, diese Pause, habe ich ein neues Leben gelernt. Ich freue mich wahnsinnig. Und diese Masse, diese Energie mal spüren, was da zurückkommt. Es ist jetzt auch schon heute so schön, euch alle hier zu sehen. Ich muss sagen, es war richtig cool mit euch. Also das ging, die Zeit ging schnell rum. Schöne Gespräche, war schön, euch zu sehen wieder. Und sehr inspirierend, finde ich auch, weil jeder so sein eigenes Paket mitbringt und jeder was Eigenes zu erzählen hat. Und so fand ich auch, das hat mich hier so richtig jetzt so auch noch mal mehr motiviert, noch mal rauszugehen und so. Finde ich sehr schön.